schaue schon. Defekter. Nee, es war absolut dumm, was. Ah, nee, ich bin. Nee, nee, es passt schon, passt schon, passt. So. Kam kurz mein Vater rein. Aber es geht so direkt weiter, ohne Cut. Scheiß auf den Cut. Beziehungsweise scheiß auf das kurze Reinkommen. Hallo GLaDOS! Aber dieses, man muss sich mal vorstellen, wie riesig dieses Gebäude ist. Also das ist ja wirklich unfassbar riesig, wo wir jetzt überall schon lang gelaufen sind. Okay, ja, wir folgen dir, wenn du das sagst. Okay. Wollen wir das machen? Huh. Denn, wie soll ich den scheiß Turm rausholen? Ah, ja. Gerade nicht. Einsam gescannt. Gucken, ob das jetzt klappt. Ah! Gut, wir haben es gemacht. Ich habe nur was ausprobiert. Kein Ding. Kann man jetzt noch weitergehen? Nein. Ich möchte vielleicht irgendwas an dem Computer machen oder so. Ich kann quasi hier nichts machen, oder nicht? Scheiße, Idee. Wie wär's denn? Alter, du bist der scheiß Genie. Ich muss da jetzt was reinstellen, damit die Teile wegfliegen. Ja, wirklich! Auf die Idee bin ich gekommen, nur was? Ich nehm dich da jetzt runter. Ja, gut, machen wir das. Aber ich kann für nichts, na, wie heißt es? Ich kann die Garantie übernehmen, dass es klappt. Danke. GG. Ein fehlerhafter Turm. Dann dürften ja theoretisch nur fehlerhafte Türme da reinkommen, aber.
Sein gerade hin. Ja. Okay. Ich puste dann wenigstens kein. Machen wir. Nur wie und vor allem kann ich hier rein und gibt's hier was Besonderes. Liegt hier irgendwas, was ich benutzen kann? Irgendwie nicht, aber noch irgendwie ein großer Mensch, glaube ich. Irgendwie kam. Wie die Tische auch so niedrig sind und alles. Bin falsch gelaufen, kann das sein? Ja, wir sind falsch gelaufen, okay. Ja, okay, gut, wir müssen da lang. Ah, jetzt verstehe ich es. Das ist jetzt ja gut. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert für mein Gehirn, das zu verarbeiten, dass es da noch eine Tür gibt. Aber das ist halt so halb so wild. Hau mal. LOL. Muss nur anfangen, ne? Aber puff, wir verhungern nicht. Wir haben seit Anfang an nichts gegessen und auch nicht was Scharfes gegessen. Wieso sterben wir denn nicht an Hunger oder so? Oder warum haben wir auch noch nichts getrunken? Oh, kannst du schon ein bisschen was. Naja, weiter geht's auf jeden Fall erstmal. Bis jetzt. Natürlich. Also, Wheatleys Pläne sind anfangs gut, zum Ende hin scheiße. Das heißt, sobald wir irgendwas machen, was essentiell wichtig ist, wird er da oben wahrscheinlich eh komplett reinscheißen. Anfang, nicht wahr, Wheatley? Am Anfang wollten wir doch auch schon abhauen und er muss sich noch 20 Tests absolvieren, also. Naja, werden wir sehen, ob sein Plan aufgeht oder nicht. Ich gehe mal von einem Nein aus und es wird noch ein Zwischenfall passieren, aber so genau kann man das jetzt auch nicht sagen. Probieren geht über Studieren irgendwo. Würde ich da mal behaupten. Aha. Bevor wir da mal nachschauen, muss ich nachschauen, ob die Aufnahme überhaupt läuft, weil ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass es nicht so ist. Läuft die Aufnahme. Ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Kann ich ja schon mal froh sein. Los geht's, Wheatley. Boink. Ladebildschirm? Kein Ladebildschirm. Oh, die werden da geschreddert. Gut in Frieden, Alter. Gut im Frieden geschützt werden. Ich kann hier nicht drüber schießen. Halt's Maul. Jawohl, also meine Idee wäre gewesen, hier, ne?
dann irgendwie probieren, dass der Laser die Türe aufschneidet. Würde aber nicht gehen. Und dann habe ich diesen Knopf hier gesehen. Und so, dein Ernst, Sweetly? Okay. Ja, ich kann Stuhl nicht. Schaffst du's? Schaffst du's, Whitley? Du, währenddessen du das hier einfach einstudierst, ach, gucke ich mich einfach mal um, oder? Wenn das das Hauptsystem hätte, wäre das schon krass, halt. Wie massiv riesig das einfach ist. Los geht's, Wheelie, gib alles. Alter, klappt, ne? Ja, wirklich, der Typ interessiert sich nicht für Filme. Was willst du denn sonst machen? Oder bin ich jetzt, das verstehe ich manchmal noch nicht ganz so. Wann ich dran bin mit dem Rätsel, wann ich was machen muss und wann Wheatley irgendwas macht. Ob das Gespräch jetzt alles fertig war, wie eigentlich schon, aber. Ich muss hier irgendwas finden, was ich anlasern. Ah. Nee, hä? Ja, aber dafür müsste ich doch erstmal darüber kommen, oder nicht? Hä? Also, minimal verwirrt. Ach, jetzt auf einmal geht das, oder? Auf einmal geht das. Okay. Jetzt haben wir diese riesigen Schleier durchgetrennt, was? Das Ding verformt. Ach du Scheiße. Okay. Mach die scheiß Türe auf. Oh fuck. Da war ein kleiner Luftzug, der uns mitgenommen hat, würde ich mal so sagen. Also. Naja, also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das durchzutrennen, aber anscheinend schon. Oder, Wheatley?
Ja, spitze ist, dass wir vielleicht bald rauskommen hier. Alter. Alter. Es war aber so klar, dass immer schief gehen wird, ne? Wenn ich jetzt alleine weiter bin, wie soll ich denn besiegen? So ein Bossfight, also ich meine, Bossfight wäre halt schon krass für das Spiel. Also, ich weiß nicht, ich hätte schon Bock auf so ein Bossfight. Aber bevor es wahrscheinlich zu einer Art Bossfight kommt, müssen wir wahrscheinlich alleine weiterlaufen. Wheatley meint, es geht hier direkt zu ihr und wenn jetzt. Ach du Scheiße. Aperture Laboratories am GG. Richtige Entscheidung. GLaDOS Emergency Shutdown and CAG Dispensary keep unlocked. Fuck! Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Nee, 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 nein! GLaDOS, ich hasse dich. So GLaDOS. Ja, GLaDOS. Ja. Verdient man. Richtig. Diesmal besiegen wir dich ein für alle Male. Hi. Denkst du, wie ich dich hasse? Du bist ein alternativer Kern? Bleib weg. Ach, klar, hier. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, aber ich mach's. Doch. Denk darüber nach. Ha! Patt gelöst, Junge. Los geht's. Viel Glück, Weed. Du schaffst das, Wheatley. Du schaffst das.